Hi Leute, wir sind hier auf dem OnePlus Event und wir gucken uns heute das OnePlus Concept One an mit einer unsichtbaren Kamera. Ja, das ist hier die OnePlus World Tour für eben dieses Concept One. Das ist, wie der Name schon sagt, ein Konzept-Smartphone. Soll also so ein bisschen zeigen, wo der Weg in den nächsten Jahren hingehen könnte. Hauptstück dieses Konzepts ist eben das Glas hier auf der Rückseite und dahinter liegen die Kameras. Ich hoffe, ihr könnt das jetzt erkennen. Wenn ich jetzt hier einmal in die Kamera-App gehe, dann seht ihr hier die Kameras wieder. Und wenn ich sie wieder schließe, dann verschwinden diese wieder. Das Ganze nennt sich elektrochromes Glas. Das heißt, das ist Glas, was normalerweise bisher eigentlich nur so in sehr teuren Sportautos, wie zum Beispiel auch McLaren-Autos, daher auch die Kooperation, ist oder auch in Flugzeugen, da wird das teilweise auch angesetzt. Das besteht aus mehreren Schichten, das ist eine dünne Glasschicht, dann ist ein organische Partikel sind da drin und dann noch eine Glasschicht. Und diese Partikel werden dann, da wird ein bisschen Strom drauf gegeben, ein bisschen Spannung drauf gegeben und dann werden die entweder durchsichtig oder halt nicht durchsichtig. Das ist das, was ihr denn hier seht. Jetzt sind sie die ganze Zeit, wenn die Kamera-App halt nicht aktiviert ist, bleibt das Glas halt so undurchsichtig. Man kann die Kameras aus einem gewissen Winkel auch jetzt noch erahnen. Ihr könnt euch das so vorstellen wie getönte Gläser, nur dass man diese Tönung eben auf Knopfdruck entfernen und wieder hinzufügen kann. Warum macht man das Ganze? Ihr kennt es ja alle, die Entwicklung, es werden immer mehr Kameras. Inzwischen haben wir schon 5 Kameras auf der Rückseite von Smartphones gesehen und es werden sicherlich nicht weniger, sondern eher mehr. Und ja, das wird dann vielleicht auch irgendwann ein bisschen unschön und führt zu Designs, die vielleicht nicht jedem gefallen. So hat man halt die Möglichkeit, ja, die Kameras einfach zu verstecken. Neben dem Optischen gibt es aber noch einen weiteren Vorteil von diesem elektrochromen Glas, nämlich das Ganze kann als ND-Filter benutzt werden. Und das werden die Profi-Fotografen unter euch vielleicht kennen. Wird dazu genutzt, dann wird das Glas quasi nur ein bisschen weniger lichtdurchlässig gemacht und dadurch fällt eben dann weniger Licht auf die Linse. Und das wird vor allen Dingen genutzt in Szenerien, wo das Licht sehr stark ist. Zum Beispiel draußen bei sehr starkem Sonnenlicht, wenn einzelne Teile des Bildes dann zum Beispiel überbelichtet werden würden, kann man diesen ND-Filter nutzen, um dann eben diese Überbelichtung zu verhindern. Wenn ihr das jetzt hier seht, dann ist das jetzt hier ein bisschen dunkler geworden. Es kommt also weniger Licht auf die Linse. Dementsprechend ja, kann man eben gegen Überbelichtung kämpfen. Aktuell kann man diesen ND-Filter nur im Pro-Modus in der Kamera-App finden. Ich könnte mir aber vorstellen, wenn man das Ganze ein bisschen weiter denkt, dass es irgendwann soweit ist, dass die Kamera von selbst erkennt, vielleicht über einen Umgebungslichtsensor, wenn die Szene viel zu hell ist, wenn die Gefahr der Überbelichtung besteht und dass dann automatisch dieser ND-Filter durch das Glas anspringt und das dann auch in verschiedenen Stufen möglich ist, dass es automatisch reguliert wird. Gehen wir noch mal kurz auf die Technik ein. Das Ganze passiert hier in 0,7 Sekunden. Das heißt wirklich in dem Moment, wo ich die Kamera öffne und das Glas dann wieder transparent durchsichtig wird. Das Ganze ist in 0,7 Sekunden vonstatten gegangen. So schnell öffnet die Kamera-App noch nicht mal. Also das führt auch zu keiner Verzögerung oder so. Mal abgesehen von den Kameras fällt hier auf der Rückseite natürlich noch das Papaya-Orange auf. Das ist extra die Farbe, die von McLaren bekannt ist. Deswegen, das ist auch wieder eine Kooperation. OnePlus X McLaren steht hier auch als Schriftzug auf der Rückseite drauf. Hier oben auch noch das McLaren-Logo. Das Ganze ist hier Leder. Das ist halt natürlich dann aus der Kooperation geboren, dass man hier auch das Leder natürlich aus den Autos einsetzt. Das kennt man ja auch schon. OnePlus hat ja in der Vergangenheit auch schon öfters mal mit McLaren kooperiert, zuletzt ja beim OnePlus 7T Pro McLaren Edition. Die Frage ist jetzt natürlich, warum ist das Ganze nur ein Konzept? Warum bringt OnePlus das nicht direkt beim OnePlus 8, was ja dieses Jahr kommen wird, direkt mit auf den Markt? Weil es eben einfach sehr, sehr teuer ist. In anderen Videos hat man schon erfahren, dass die anscheinend über 18 Monate hier dran gearbeitet haben, weil wenn ihr bedenkt, normalerweise hat man die Technik eben in Gläsern, die richtig groß, dick und schwer sind, Sonnendächer von Autos oder eben Flugzeugfenster. Das hier musste ja richtig auf Millimeterbasis das Ganze runtergebrochen werden. Und diese Technik dann eben hier einzubauen und das Ganze dann auch noch als Massenware zu produzieren und das dann auch noch für ein Handy, was nicht mehrere tausend Euro kosten soll, das ist aktuell einfach noch nicht möglich. Das ist einfach noch zu teuer aktuell. Ja, ihr merkt also, das ist alles noch Zukunftsmusik, aber die klingt sehr, sehr gut, wie ich finde. Ich freue mich auf jeden Fall. Lasst jetzt mal eben die Kamera einfach wieder verschwinden und schwupps ist sie weg. Sehr cooles Feature. Schreibt gerne in die Kommentare, was ihr davon haltet. Freut ihr euch, dass solche Innovationen hier vorangetrieben werden? Lasst gerne ein Like da, wenn euch das Video gefallen hat. Folgt uns doch gerne auf Instagram, Twitter und Facebook. Lasst auch ein Abo für den Kanal da, damit ihr keine weiteren Videos wie dieses hier verpasst. Hier geht es direkt zum nächsten Video. Bis dahin, ciao.